Hallo und willkommen zurück zu Akras mit der vollen Vierergruppe. Das Nicht heißt gleich so Zirlans, ja, und Bene. Ja, ich super. Hallo! Hatte morgen schon in der Schule, als mir jemand meinte, so, ja, mit Emotionen hast du es aber in Geschichten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, Motivation, hoch pur. So, einmal Kurzfassung bei Das uns, stimmt. weil ich glaube, Kekse wollte seinen Reaktor da erst nochmal machen, oder? Nee, ich wollte schnell den Kompressor für die Erze schnell bauen. Ja, Dann oder zeig mal, so. was du geändert hast, So, Tobi. also, wir haben hier jetzt mal ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen mehr sogar. Hier habe ich jetzt auch mal automatisiert. Das sind einfach autonomes Activator, die halt Sand da drauf machen. Hatte ich einmal schon in der Theorie. Beziehungsweise hatte ich, glaube ich, schon mal im Kleinen, habe ich jetzt nur ein bisschen größer gemacht. Dadurch kriegen wir jetzt, das war jetzt gerade sehr dämlich, relativ viel Soul Sand. Lass mich. So, dadurch kriegen wir jetzt relativ viel Soul Sand. Hier haben wir alles aufgeräumt. Fische müssten wir auch nochmal wegpacken, genauso wie die Ja, Perlen das kann ich hier. machen. Kann ich Der später Kram machen. muss auch nochmal fest irgendwo aufgebaut werden. Das wollten wir in ein Haus machen. Ach ja, stimmt, da irgendwo. Ja, was haben wir denn noch? Bei mir müssen wir noch gucken, ganz kurz. Ja, erstmal wollte ich meinen Abklatsch machen. Achso, okay. Ja, hier ist der Ja, ich habe Biofuel gerade weg, ein weil wir das ganz fertig haben. ekliges Geräusch gehabt. Okay. Ja, also wir hatten das Biofuel jedenfalls fertig. Dann habe ich hier jetzt den Sludge-Boiler aufgestellt. Ja, klasse. Der produziert auch schon relativ viel. Wie man hier sieht, oh, hier sind schon wieder 374 Soul Sand drin. Also den ganzen Kram hier kriegt man da draus, Clay auch noch. Und halt Dirt, weswegen ich das gemacht habe. Ja, dann habe ich hier einmal Enderperlen komplett aufgesetzt. Haben dadurch jetzt auch schon wieder 526 Enderperlen plus gemacht. Wer will Enderperlen haben? Wir brauchen die noch. Gerne. Oh. So, dann habe ich einmal das System hier oben nochmal wieder umgebaut. Apropos, Gravel muss da nochmal wieder rein. Ich habe hier einmal kurz eine Anlage aufgebaut, die halt selbstständig den ganzen Kram zerkleinert. Das heißt, hier kommen die ganzen Ore-Gravel-Sachen rein, hier die ganzen Ore-Sand-Sachen und hier wird der ganze Kram drin verpackt und wieder ins System zurückgeschickt. Und halt ganz normal Hammer. Ja, noch irgendwas? Ja, genau. Uns ist das ME-System übergelaufen. Deswegen habe ich jetzt hier eine neues ME-System, sage ich jetzt mal, reingemacht, wo ein Großteil von dem ganzen Kram drinne ist. Das ist eine Adjustable ME Storage Cell, die fast voll ist, fällt mir gerade auf. Fuck. Läuft. Auf jeden Fall, die macht man relativ einfach. Das ist die hier. Nee, encrypted nicht. Ah, die hier. Also 3 1K Storage, 2 Basisprozessoren. Und die muss man dann upgraden mit der Soldering Station. Kann ich eigentlich mal rein aus Prinzip einmal kurz zeigen, wie das geht. Muss ich eh Kann ich noch. jetzt kurz das zeigen, was ich erstmal gemacht habe, bevor du es zeigst? Oder ich würde gerne anfangen wollen. Ja, mach. Gut. Ich habe einen Clip in der Optik. Hast du? Denn ich habe im Haus ganz Nicken ab. kurz nur hier einen Weg gemacht, damit wir hier hinten zum Blutaltar kommen, der später richtig doll aufgewertet wird. Da hinten ist Essen und da hinten ist das Alchemie-Set. Fertig ist. Jetzt kann ich anfangen. Sehr schön, danke. Bitte. Jetzt kannst du weiterreden. So. Um die abzugraden. Standardmäßig haben die 27 Typen und 8000 noch was Bytes. Um die abzugraden, muss man einmal Storage Cell reinpacken, wovon wir keinen Surface Quartz mehr haben. Ups, habe ich alles ausgelagert, fällt mir gerade auf. Mache ich mal kurz ein bisschen was. Auf jeden Fall, dann kann man, es ist ja jeweils 2048 Storage mehr drinne. Warte mal, ich habe doch eigentlich noch eine Zelle, oder? Storage Cell? Ja, eine habe ich noch. So, und um Typen abzudaten, muss man diese, wie auch immer das komische Ding heißt. Mir entfällt das immer. Genau, Conversion Matrix muss man da reinpacken. Aber ja, 27 Typen reichen halt nicht vollkommen. So, was? Cell is not empty. Willst du mich verarschen? Das kann man nur mit leeren Zellen machen? Nee, du. Nur fürs Protokoll, ich habe auch mal ein paar Meter gegönnt, dass ich vielleicht gleich scannen kann in der Zeit. Ja. Stimmt, das wollte ich auch noch mal machen. Stimmt, das kann ich eigentlich eben jetzt schnell machen, wenn. Einfach nur, weil ich zu faul bin, das Zeichen nebenbei zu machen.
Dito. So, wie kriegt man den Kram da jetzt wieder raus? Gut, auf jeden Fall, das sind die Cluster hier. Ich glaube, den muss man einfach mit der Spitzhacke abbauen. Ja. Dann kriegt man den ganzen Kram da raus. Ich jetzt schon mal zu Velcro rüber schnell, ne? Hä, warum? Bei uns machen wir das erstmal. Okay, Wir dann züchten komme ich ja noch gleich. nicht, wir machen ja erstmal nur Dings. Boah, Ohne Alter, das von sind die der nervig, ey. Abmaßen in Ordnung. Voll in Ordnung. So, Flo, ich gebe mal kurz ein Quest ab. Ja, Wizard, und zwar den Kram hier. Plupp. Claim Reward. So, und da mache ich nachher weiter. Nur eine Sache mache ich vorher mal eben. Und zwar brauche ich hier eine neue Kiste. Flo, weißt du zufälligerweise, wie das geht mit dem... Keks meine ich. Block-Update-Detektor. WTF, was soll das denn sein? Wenn man den Block updated, dann. Was wollte ich denn jetzt? Ah ja, Keks, muss man das in dem Extra-Tisch machen oder kann man das im normalen Tisch machen? Was den Adjustable? Nee, den Thermometer. Das kannst du nie der Werkbank machen. Gut. Was war das nochmal? Glas und zwei. Glas, zwei Gold und zwei Charts deiner Wahl. So, weil dann kann ich das schon mal machen. Da muss ich nämlich noch ordentlich was offscreen sammeln. Weil das sammle ich Ich hab Lust definitiv gleich. nicht onscreen. Wenn du willst, können wir da gemeinsam beigehen. Müssen wir eigentlich das Forschen onscreen machen? Ja, weil das nicht so viel ist. Okay. Wahrscheinlich werden wir eine So. komplette Lösung raussuchen. Ja, so, mal ganz kurz gucken. Gras kann ich noch nicht. Ah, da, Torch, genau. Das muss man jetzt machen. Unten rechts sieht man jetzt bei mir auch, discovered das und das. Und dann kann man hier relativ viel. Ach, Barrel kann man schon. Erforschen. Da ist Stein drinne. Ja, oh, Limestone geht auch schon. Und das mache ich dann halt jetzt offscreen alles fertig, weil das ist echt nervig und dauert dermaßen lange, das alles zu erforschen. Gut, wie gesagt, Keks, wenn du willst, können wir das zusammen machen. Den ganzen Kram zusammensuchen. Ja. Also auf Deutsch Da können wir einmal was das von gesamte machen. ME-System von dem anderen durchscannen. So. Das könnte lustig werden. Ja, Das dann könnte habe auch ich das cool sein. fertig gemacht. Das mache ich jetzt offscreen fertig. Da gibt es noch eine extra Folge, wo ich komplett auf Thaumcraft eingehe. Dann, was wollte ich jetzt machen? Bienen wollten wir gleich machen und eine Sache wollte ich dann noch machen. Egal. Fangen wir an mit den Bienen. Und zwar der Squeezer. Ach, verdammt, ich habe nicht mehr genug Bronze. Verdammt. Falsches Bronze erwischt. Das Ich habe ich. liebe es, wenn man einfach scannt, nichts findet. Wie gesagt, ich mache das nachher offscreen alles in Ruhe. Ja, ich laufe halt ein bisschen bei dir rum so. Ach so. Ja, ich mache währenddessen mal ein paar Squeezer. Mach das, ich habe ansonsten drei Reinforced Portable Tanks von Mizzet Oil hier dabei. Jo, passt erstmal so. Squeezer, dann brauchen wir die Barrels. Ich nehme mal 16 Stück, das sollte Wir haben eigentlich keinen nehmen, reichen. oder? Doch, im anderen System drin, da sind 7000 noch was. Achso, gut. Durch das Sludge bekommt man das. Das, Gut zu dann ein wissen. paar Kisten. Dann ein paar Conduits. Oh ja, das ist 9000 schon drin. Das ist super. 9000 sogar schon. Ja, ist schon ein bisschen wieder gestiegen. Oh, Compressed Cobblestone, unbedingt scannen. Das bringt richtig viel. Ja, ich weiß. Jetzt kann ich dir kurz was geben. Brauchst du Sorry. für Blutmagie, deswegen habe ich die schon mal hergestellt. So, gut, Das machen wir passt. mal erstmal weg. Vor allem kann mir mal jemand die Frage beantworten, warum ich eigentlich immer mit der blöden Gießkanne durch die Gegend laufe. Weil du damit immer da den Boden gießt. Das trifft ja. Ja, ich laufe immer mit der Gießkanne rum. Ich habe keine Ahnung, warum. Jetzt baue ich hier zwei Katalysten, dann kann ich das mit Lehm zusammen machen und dann bekomme ich das erste Ding, was ich für die Quest brauche. So, Kopfsherrkeks. Ja, ich komme auch gerade zu Apiaries runtergeworfen, weil ich doof bin. So, dann jetzt Ich stelle die Matrix hier auf, erstmal. dass ich mich auslernen kann einmal. Ja. Eins, zwei. Ne, so sieht's doof aus. Bringt, weiß ich auch nicht. Einfach mal gucken, was das bringt. Der brauchst du zum Verbinden von den Tränken. Ach so. Hallo?
Ja. Nee, Blocklag hatte ich gerade. Hast du dich da schon mit ein bisschen befasst mit Blutmagie? Verdammt, nee, ich muss Bin da nicht noch. viel, ich habe von daher auf das Spotlight mal ein bisschen geguckt, aber ansonsten. Also ich automatisiere das gleich, dann geht das schneller. Ach das. Ocean Flask, wie mache ich die denn? So viel brauchen wir davon jetzt nicht. Doch, ich schon. Muss sowieso sein. Nee, ich bin noch am Überlegen, ob ich das auf Ach altmodischen so. Art züchte oder auf neuen Art. Wenn du es brauchst, laufe ich mal hier so ein bisschen rum und scanne, was ich nicht kann. Wenn man eine Glasflasche in den Blutaltar reinpackt, dann bekommt man sogar so eine Potion Flask einfach raus. Okay. Die ist dann aber blanke, oder? Ja, klar, blank. Ich brauche eine blanke für die Quest. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Was? Bei mir? Hausbau. Ich komme mal nachher gleich mal rum und gucke mir das gleich an. Ja, muss machen. Ja, wenn ich keine Lebenspunkte habe, muss ich irgendwas Besonderes tun, dann komme ich lieber zu euch rum. Oh, ihr habt eine gute Aura-Note hier. Ich scanne ihn noch nicht. Er, dann dieses weißes Zeug. Diesen Rissteil und Terra. Okay. Vor allem, du rauschst irgendwie heute ganz schön. Der rauscht die ganze Zeit schon. Das ist mir sonst noch nie aufgefallen. Hauptsache Egal. ich. Ach Will einfach so. hier in den Das ist Inventar. ja auch nicht schlecht, wenn ich neben so einem Soundmuffler stehe und probiere zu scannen. Dann fange ich an so zu qualmen, weil der probiert ja meinen Sound dann abzustellen, sag ich mal. Cool. Man das mit denen bauen oder denen? Ich habe es jetzt vergessen. Ah, ne, mit Glas. Ah ne, verdammt, so geht das gar nicht. Ha. Nämlich, wenn man den Tier 2 von dem Blutaltar machen möchte, muss man den halt mit zwei Glas machen und dann ein Glossum da ran. Bei jeder Ecke. Okay. Na, kannst du im So. Ende dann sehen, halt, wenn du kurz mal vorbeischaust, später. Mach ich nachher. Ja, in der Aufnahme war am besten. Ja, gut. Das kann auch nicht länger dauern. Ich mache einfach nur mal vier von den Holzfässern. Das sollte dann reichen. Ach ja, und Flo kommt nicht her. Schön, schön. Warum setzt du mich? Ich will gar nicht zu euch So, rüber. kannst du schon mal ein paar Saplinge von drüben holen? Die Lettuce. Was brauchst du denn vielleicht hier? Lettuce, Granat oder warte hier, was? komm her, kannst dein Inventar sonst leer machen. Einigermaßen leer. Ich hab hier, das heißt, ich Achso, check einfach okay. die Bienen. Ich hier noch rein, die ich noch So, bei warte mal, hab. von unten Oh, die kann machen man ja so ein ja. 11x11 oder sowas, keine Ahnung. Ich Mach hab das ruhig. keine Kreativität. Das Haus wird sowieso nicht großherrig für das Dings benutzt. Das Bauen, das wird einfach nur ein Lagesystem und sowas reingebaut. Rein. Deko, jetzt nicht nur, aber zum Großteil doch Ja, weil Deko. sich Tobi beschwert, dass wir nicht hier oben auf der Insel haben. So, soll ich einfach schon mal reinwerfen, dass das schon mal aufgefüllt wird? Genau. Doch, ich muss doch zu euch rumkommen und ein bisschen Cleanstone holen, weil ich jetzt nochmal ein paar Runen holen muss. Warum verdammt? Machst du. Oh. Oh. Das sieht sehr, sehr schön aus, Tobi. Design ist voll und ganz Tobis Stärke. Das kann ich nur befürworten mit meinem Bachelor in Design. Ja. Oh Mann. Ernsthaft, ich finde es sowas schöner, wenn du überall Maschinen rumstehen hast. Das sieht so richtig dreckig aus. Da bin ich eigentlich mehr der Fan von. Jeder mag es halt anders, aber ich Es mag geht. das nicht. Ist ja auch nur temporär. Ein Glück. Oh, wie schnell sich die Tanks auffüllen. Ach, füllen die sich schon? Ja, die füllen sich schon. Hä? Bei mir nicht. Hier, der hier, der erste hier. Ach Wenn so, du meinst ausgesorgt. die innen drin. Gern. So, ja. So, kommt jetzt hier was an oder nicht? Warum wird denn da nichts rausgesaugt? Kein Pumpensignal vorne. Ja, doch, hab ich. 100. Eine Idee. Ach doch, das ist empty. Kann man später Ansonsten machen. können die auch nur oben rein bei den Tanks. Oder unten halt. Nee, von der Seite geht auch. Okay. Normalerweise jedenfalls. Hier ist aber Samenöl drinne. Ja, in den Alpendukten ist das drin, ne? Sonst versuche ich das einfach mal oben drauf. Ja, So, ah, 40. ja, jetzt hört Wenn sich's. wir schon dabei sind. Also, ja. Ne, ich muss orange sein. Dann machst du es leer. So, jetzt mal kurz einen Augenblick laufen lassen. Ja,
Effizienzirone wäre ziemlich gut. Ja. Hauptsache, das Ding ist komplett. Die sind alle voll. Nee. Hier hinten ist gar nichts dran, ne? Ja, weil das nicht Round Robin ist. Ja, aber normalerweise. Oder sind die einfach nur zu schnell? Nee, so schnell sind die Dinger nicht. Ein halbes Ups. Leben? Ja, das war knapp. Wieso muss Blutmagie so böse sein? Weil du praktisch damit spielst, dass du jeder Sekunde sterben könntest, weil du einmal zu viel klickst, sodass ein Lag gab, während du geklickt hast. Das Ah, das ist toll. hatte ich jetzt. Ich habe eben abgegeben, hat's geleckt, hat den Klick doppelt registriert. Juhu, gestorben. Ja. So, saugt er jetzt hier was raus oder Komm, mach nicht? das noch zu Ende, bitte. Ja, jetzt klappt's. So, ich muss mein Jetpack kurz währenddessen mal auffüllen. Dann warten wir, bis es halt aufgeladen ist, mein Leben. Können wir uns wieder mal umgucken, was wir so in der Chemie alles machen können. Und ja, Belene können wir jetzt gleich, Keks können wir gleich anfangen, Bienen schon mal fertig zu machen. Ach ja, also für die, die es noch Ansonsten. nicht geraten haben oder so, wir wollen Bienen züchten. Was? Ihr Ja, wollt Bienen züchten? Wirklich? Alter, wie Doch, schnell das geht machen denn wir das jetzt. hoch? Guck dir das mal an. Ich habe da gerade eben zweimal 61er, 64 Ja, Cent. das meine ich nicht mal. So, und was muss man da jetzt reintun? Weizenballen. Was? Also. Ballen. Ja, Ballen, genau. Das hätte ich mir auch früher sagen können. ich weiß gar nicht, ob wir so viel haben. Noch ein bisschen haben wir. Also, Wir wir haben haben genug tatsächlich ein paar. Weizen. Wir können ruhig was holen. Das heißt, ich kann. ja, gut, ein Stack kann ich auch mal eben mit Leichtigkeit machen. Das heißt, im Endeffekt muss ich da noch eine zweite Kiste reinpacken. Ansonsten, ich kann ja schon mal die Beinen. Hives, die wir noch haben, aufmachen. Weißt du, wie viel möchtest du das zeigen, wie die aufgehen? Wieso sind das jetzt zwei verschiedene? Einfach nur, weil ich die aus dem Quest Reward mal hatte. Ach so, ja, das sind einfach nur Scoops, die du immer Ja, benutzt. das ist ein elektrischer Scoop, den ich habe. Okay, bekommen auch, oder was? Wir machen einfach das Nö, jetzt. gemacht gerade eben schnell. So teuer ist der nicht. Okay. Tropische, drei tropische Wollen wir kann sonst ich erst gerade machen. schlafen gehen? Können wir theoretisch. Müssten nur drei schlafen, ja. Ja. Also. So, normalerweise sollte er da jetzt ja was reinklicken, oder nicht? Ne. Nachher bräuchte ich mal alle eure Hilfe, weil ihr müsst ja mal alle Blut spenden. Das wäre ziemlich nett. Ja. Aus. Sonst Keks kannst du sonst einfach mal drei Stacks nochmal holen von drüben, von dir. Weizen? Ja, Dann wirklich ja. alle von Also euch. Also, Weizenballen. ich glaube, ich Kein brauche Problem. 10.000 Blut oder so. Hast du vor zu machen? Ich möchte den nächsten Orb machen. Hier ist noch eine Dritten? Marshy Princess. Damit ich dann halt Level 3 Welche erreicht meinst du? habe. Oh, wir haben hier vorne einen Slime-Spawn-Chunk auf der Und Brücke dann bin ich auch mit. erwischt. Echt? Ja, hier ist gerade ein Slime sein Tod gefallen. Oh. Pech gehabt. Alter, wie viele Bienen hast denn du schon? Ja, eigentlich nicht ganz so viele. Ich habe ein, zwei Mal einen Durchlauf machen lassen und der Rest ist eigentlich aus den Hives raus. Okay. Die roten müssen später aussortiert werden, weil ich halt keine Tiere opfern möchte. Hive kann schon Die mitkommen. roten Runen. Aber wir haben den dritten Tier, also ich habe den dritten Tier jetzt erreicht. Okay. Jetzt bräuchte ich halt noch Blut. Ja. Echt sowas wie Bist du Teleporter sicher, in dass das das mit Feld. dem Heuballen ist? Ach so, ja, man muss einen Heuball mit einem Silk Mesh kombinieren und dann kannst du das Zeug darin werfen. Das heißt, wir Ja. brauchen Seide. Muss ich mal gucken, wie viel wir hier noch haben. Ein Heuballen habe ich 30 Stacks gerade geholt, schnell. Ja, wir haben hier genug. Ich habe vier Stacks Strengths mal eben. Komm einfach mal rüber, die drei Stacks. Weil dann packen wir in jedem erstmal ein Stack rein und dann haben wir, glaube ich, auch erstmal genug. Sollte eigentlich genug sein. Weiß bis jetzt noch nicht mal, wie man das mit den macht, weil ich Ah, habe auch verdammt, nee, geschnitten. Silk Match, aus was machen wir das noch? Neun Strings. No. Strings nur. Boah. Das heißt, wir brauchen theoretisch 45. Alter. Also so viel Bienen brauchst du, glaube ich, gar nicht.
Keine Ahnung. Ich glaube, wir bleiben doch lieber nur bei 16 Stück erstmal. Ja, wenn wir so noch genug Bienen. Ja. Und wenn. Ja, komm, dann lass ein einfach paar mit Bienen der. Müssen wir auch noch haben, irgendwie durch einen Reward-Pack bekommen. Ja, dann lass einfach mit der Mutation arbeiten. Mutation. Fertig. Auch wenn ich da nicht so der Fan von bin. So. Oder ich faul bin, mache ich es trotzdem automatisiert hier. Wir haben nicht, wie man da einen Effekt drauf bringen kann auf die Potion Flask. Da gibt's. Ich kann auch nicht sagen, wie der geht. Okay, dann muss ich mich mal da irgendwie mal ein bisschen belesen, weil dann würde ich da erst direkt heilen oder irgendwas anderes draufhauen. Ah, verdammt, ich hab gerade ein Questbuch. Ich guck mal, ob ich in irgendein Questbuch an, wenn er uns liegen. So. Jetzt müsste er doch eigentlich die Dinger hier rein tun, oder nicht? Ne. Gut, also die Automatisierung hat nichts gebracht. Der macht das nicht. Okay. Schade. Egal, dann muss ich es mit der Hand machen. Oder geht das vielleicht mit dem autonomen Activator vernünftig? Okay, ich habe gerade auch so gut funktioniert. Okay. Wie denn? Also anscheinend muss man diese Artificial Hives praktisch irgendein Biom stellen. Zum Beispiel, ihr habt jetzt hier einen Forest, das heißt, wenn sie Forest Bienen ansammeln. Und dann muss man die halt, wenn die halt, also wenn sie noch keine Bienen angesammelt haben in der Zeit, muss man die nochmal in Seed Oil werfen und dann werden die wieder getränkt und dann können da wieder Bienen einziehen. So, wir haben es gerade verstanden auf die Schnelle. Bitte das was? Diese Scantial Hive, so wie die Dinge heißen, die du gerade herstellst zum ja. Beispiel. Die stellt praktisch irgendein Biom auf und dann sammeln sich halt da drin die Bienen an. Sollte, also dann ändert er halt seine Farbe. Sollten die halt noch nicht geändert sein, die Farbe, dann musst du die nochmal in den Seed Oil Barrel reinwerfen. Und dann werden die praktisch angefeuchtet und dann kannst du sie wieder benutzen. Okay. Also nochmal aufstellen. Ja, ich lass mal ganz kurz das hier machen. Würdet ihr denn gleich mal rumkommen? Können wir gleich machen. Ja, ich komm schnell vorbei, ich hab dazu so keine. Ja, stimmt, kann ich ja auch machen. Ich muss eh warten, bis das durch ist. Vielleicht geht's gar auf. Dann brauchen wir ja gar nicht so viel Seed Oil. Ich brauch 25.000 Blut. Digga, ich war, für was brauchte man im normalen Spiel denn nochmal Seed Oil? Ja. Für die Frames braucht man die, stimmt. Brauchst du meinen Orb oder hast du einen? Ich hab keinen, ich bräuchte deinen. Und hier? Ich hätte auch noch so ein paar von Sacrifice Orbs dann. Sacrifice Runes. Wie war das jetzt, in einmal Lava schmeißen? Der ist nicht schwer herzustellen, der Orb. Ja, der ist eigentlich relativ billig sogar. Die einmal zu drücken, holen wir die Runen, die wir drüber haben. Wir haben 11.960 drin und 12.000. Oh, stimmt ja, wenn man fast tot ist, kriegt man ja Slowness und allen drum und dran. Ja, wenn ihr wieder voll seid, wäre nett, wenn ihr wiederkommen würdet. Ja. Weil das sind sonst 25.000 Blut, die ich jetzt verschwende. Wenn ich das jetzt nicht. Warte, überlegen. Mit Suppe bekommst du, glaube ich, einen Regenerationseffekt. Wenn du das trinkst. Gut, das heißt, wir müssen uns gleich einfach mal so ein paar Biome raussuchen. So, das machst du so. Ah, Ryalis. Guter Plan. Wenn wir einen von den Teilen mitmachen würdest, wäre ich dir sehr dankbar. Kann ich machen. Runen. Alchemie. Ich kann auch das Ritual zerstören, wenn du möchtest. Flo, ich habe eine Verwendung für das Holz. Ich brauche auch Holz ein bisschen, ja. Ich kann aber stackweise den Kram vernichten. Ja, komm, vernichten. Okay. Das hab ich. Alle werden. Man kann damit alles herstellen. Neue Carpenter. Oh, stimmt, für die. Für den Holzkram. Weil da muss nämlich Seed Oil rein, nämlich. Guck mal in die Kiste. Seid ihr aufgeladen, Leben? Ja, ich komm gleich. Mehr. Ach, hast du schon Impregnated Sticks Casings gemacht? Hab schon welche hergestellt. Okay. Weil, ach nee, ich mach mal gleich ein paar mehr von den Carpentern. Ich hab erstmal ein paar Geschenke für dich.
Und dann halt mein Leben. Oh, sogar einen Ritualstein hast du. Sehr schön. Hier. So. Wenn du jetzt spenden würdest, hätten wir 17.000. Warte mal, Carpenter braucht dann ja auch das Seed Oil. Genau, 17.000, genau. Wenn Tobi spendet, haben wir 19.000, so viel kann ich speichern. Ich komme sofort. Dann warte ich ganz kurz, bis ihr voll aufgeladen seid und dann machen wir nochmal alles gleich rein. Ich muss aber jetzt keinen Fallschaden bekommen. Tobi, du brauchst nicht kommen, ich muss erstmal das da reinhauen. Okay. Aber ich sag, wann du kommen musst, aber wenn es wichtig ist. So, das heißt, das Holz wird da schon mal verteilt. Dann muss ich jetzt unten drunter noch ein Kabel mit Fluid legen. Aktualisier dich los! Also, du verstehst das, was ich hier gerade mache, oder? Natürlich. Einfach jetzt so ein schnelles System, damit halt Carpenter benutzen kannst. 19.000 drin. So. Jetzt brauchen wir insgesamt drei Leute, die halt gleich Blut spenden. Also zwei, mindestens. Ja, ich warte, bis ich damit anfange, weil sonst kann ich so nicht. Ja, das ist fertig, das heißt, bleibt der Kram von Aperius Chest da drinne? Oder droppt der? Der bleibt nicht. Aber doofe Frage, sollten wir nicht eigentlich nochmal die Aufnahme mal beenden? Stimmt, oder? Wie lange ja, haben wir ich nicht das schon? Noch schaffen. Ich würde es gerne noch schaffen. Ja, okay, ich komme schnell vorbei, ich schaffe noch. Also bin einmal voll wieder. Oh, Tobi, du bitte auch? Ja, sofort. Ich will nur meinen Kram auch eben schnell fertig machen. Ach komm, dann komme ich erstmal bei dir jetzt hier. Okay, du kannst schon spenden. Beeilung, Marc. Marc, genau. Ah. Willst du mich beleidigen? Ja, will ich. Hoffentlich guckt er die Folge. Tobi, beeil dich, das ist wichtig. Sonst ist jetzt 20.000 Blut weg. Ja, gib her hier. Wenn das leer läuft, ist es weg? Dann ist es weg, wenn es nicht sich verwandelt hat, genau. 11.000 ist noch drin. So, wer kann wieder? Ich. Hier wird einfach das Messer rum, oder was? Ja, wir teilen uns ein Messer. Scheiße, Emos. Wollte ich gerade sagen. Andere Leute teilen sich die Spritze, wir teilen uns das Messer. 6.000 ist noch drin. Ich hab... Wie viel braucht er denn noch? Ich weiß es nicht. Einfach zu werfen, einfach alle mal klicken. 2000, zweiter H ist da. Oh, ich muss mich nicht mehr umbringen. Oh Gott. So, jetzt will ich meins nochmal schnell fertig machen. Ja, kann's gern machen. Weil er kann nämlich schon mal die ganze Zeit was spawnen. So, also, komm bitte hier runter. Kurze Erklärung, dann muss ich mir einfach mal ein paar Biome zusammensuchen. Sieht richtig geil aus. Und es hat scheinbar nicht geklappt. Ich muss jetzt irgendwie wieder runterbekommen. Sneaken und dann Rechtsklick. Auf den Tisch. Nee, es hat nicht geklappt. Schade eigentlich. Judas Cover Potential. Steine. Blutrune. Ich glaube, die Blutrune. So, wie lange haben wir jetzt eigentlich schon? Wir sind wahrscheinlich schon deutlich über als 20. Wir sind ja. Dicke drüber. Ja, locker dicke drüber. Dolly. Wie viele Ritualsteine hattest du? Oh, what the f. Ritualsteine? Ja, schnell! Wir hätten doch lieber zwei Folgen daraus machen sollen. So, ja, ich mach jetzt eine gebündelte. Fast mit Blutmagie durch. Vor allen Dingen, eine Folge fast mit Blutmagie durch. Hört sich gut an. Verdammt. Aber ich kann auch einen Vivatberg öffnen. Juhu, bitte, weil da was Gutes drin. Eine RF Fishing Boat. Ah ja, stimmt, wir haben auch noch einige Quests, die wir abgeben können. Naja, egal, können wir gleich nächste Folge machen. Nächstes Mal geht's mit mir Farmcraft wahrscheinlich. So, Bling. Dann mach mal. Keks, hol mal bitte schnell eine Ladung Holz. Okay. So. Oh Gott, ich kann jetzt Ritual. Ach egal, das 40. Folge, die kann jetzt auch ein bisschen länger dauern. So, und zwar in diesem einen machen wir Impregnated Sticks. In dem nächsten genau das gleiche. Und eventuell hätte ich zwei Kisten aufstellen sollen.
Das wäre schlauer gewesen. Und dann mit Filter gleich arbeiten. Da kommen die rein. Und da kommt auch die rein. So. Ach. Das heißt, jetzt kann ich hier mit dem Filter arbeiten. Whitelist, bitte alles nur dahin. Kommen jetzt bitte auch welche von den anderen mal an? Brauche ich wirklich die rote? Das ist ja Kacke. Da ist einer. So. Und hier kommen jetzt nur die an. Whitelist, so. Ich gehe einmal zu uns wieder rüber. Jupp. Dann würde ich sagen. Jetzt war es Warte, das mit der warte, Folge warte, von mir warte, aus. warte. Komm, komm, komm. Da. So, jetzt muss halt nur noch ordentlich Holz noch rein. Also, was ich jetzt offscreen werden machen, ist einfach nur jetzt ganze Zeit Steine hier machen, damit ich diese komischen Runen bekomme. Genau, und ich mache nichts mehr offscreen. Ich warte eigentlich Das nur. schon was. Genau, und wenn man die Bienen halt aufstellt in bestimmten Biomen, dann wachsen die halt so gesehen, was ich eben gesehen habe. Man kann die Runen auch noch länger drin lassen, aber So, das da mache ich sieht man später im nächsten Part. Spawning. Und mit Glück kriegt man da dann ein Beehive raus. Und das werde ich jetzt Sam, bis zum Sam. nächsten Mal dann auch nochmal machen. Und dann würde ich sagen, dann machen wir dann nochmal wieder eine gemeinsame Aufnahme und fangen an mit dem Züchten. So, So, wer macht jetzt habe ich Outro? ja, wireless access terminal auch fertig gekriegt. Da schmeiße ich noch. Ja, ich will ja auch noch mal drei Sätze sagen. Mach du nochmal. Boah, hast du Ja, wirklich würde ich sehr es viel auch geredet. machen. Ja. Dann gibt doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ja, haut da rein, viel Spaß noch. Tschüss. Ciao, ciao. Lü.